Ja, hallo und herzlich willkommen zum Fachbereich Wirtschaft. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien und jetzt gebe ich euch einen Überblick, was uns dieses ganze Jahr erwarten wird. Mein Name ist Stefan Karmann. Wir haben uns in der Woche, sehen wir uns 4 Stunden in Wirtschaft. Ihr habt euch ja im Mai letzten Jahres, also letztes Schuljahr, entschieden, dass ihr Wirtschaft wählen wollt und gut, dann fangen wir mal an. Also, den Bereich Dokumentengestaltung, den kennt ihr bereits. Hier werden wir uns noch weiter vertiefen, wie man entsprechend Dokumente gestalten kann. Wir schauen uns dann auch speziell an. Hier steht ein Bereich zielgruppenorientierte Materialien, also Flyer, Poster, Broschüren. Was ist da zu beachten, wenn man das Ganze erstellt? Und dann natürlich noch etwas bei den Tabellen. Hier gehen wir noch mal etwas in die Tiefe und schließen dann entsprechend das Thema ab. Ja, Tabellenkalkulation, also Excel, wenn wir uns auch noch mal genauer anschauen, dann sehen wir EDV-Grundlagen. Das ist hier auch viel umfangreicher als letztes Jahr. Hier sind letztes Jahr nur EDV-Grundlagen und Internetanwendungen gewesen und neu ist jetzt hier hinzugekommen E-Mail und weitere Kommunikationsmittel. Hier unten sehen wir dann den Probenplan, was uns dieses Jahr erwarten wird. Und hier haben wir die nächsten Bereiche. Einmal Texterfassung, zum Tastschreiben noch einmal. Ich gebe am Anfang noch mal die Möglichkeit, nochmal von Anfang an mit dem Tastschreiben zu beginnen. Und zwar machen wir das über die Seite Schreibtrainer online. Hier kann man sich entsprechend anmelden und dann kann man einfach immer an jedem Computer mit diesem Online-Schreibprogramm üben. Man kann sogar übers iPad, wenn man eine Funktastatur anschließt, üben. Also hier hast du immer die Möglichkeit, deine Tastschreibkenntnisse wieder aufzufrischen. Ja, wie geht es weiter? Der Bereich Korrespondenz, also Briefe schreiben, werden wir noch weiter ausführen. Und zwar geht es hier nicht nur um die Briefe, die man mit der Post schickt. Es geht hier auch speziell um die E-Mail und dann schauen wir uns noch einmal vertiefend das Telefongespräch an. Wichtig bei den Briefen ist nochmal zu erwähnen, hier kommt dieses Thema Lebenslauf und Bewerbungsschreiben noch einmal dran. Dann haben wir den Punkt 8.6 schon, also es ist ziemlich umfangreich in der 8. Klasse, der Betrieb. Hier schaut man sich an Arbeitsplatzumgebung, Belastung, Ausstattung und dann entsprechend verschiedene Berufe, die für euch in Frage kommen können. Ja, dann kommen wir zu den letzten drei Bereichen. Persönliche Berufsorientierung. Da schauen wir uns dann verschiedene Berufe an und zwar wie der Computer dort verwendet wird. Thema Online-Bewerbung und dann kommt es darauf an, wann ihr eure Berufspraktikas habt und was wir hier dann noch entsprechend mit einbauen können. Ja, dann in der 7. Klasse war ja schon das Thema Projekt dran, allerdings etwas kurz angerissen, hatte da nicht viel Zeit, das waren immer nur 45 Minuten. In der 8. Klasse wird es jetzt ein bisschen ausgeweitet. In der 9. Klasse wird ja im Quali eine sogenannte Projektprüfung abgehalten und hier soll man einfach schon mal sehen können, wie das dann später genau abläuft. Es wird allerdings in sehr reduzierter Form stattfinden, das heißt, Präsentation und Mappe wird dann im Klassenzimmer beim Klassenlehrer stattfinden und bei mir geht es dann praktisch nur um die Durchführungsphase, Herstellung der Broschüre in dem Fall bei diesem Thema. Und in der 9. Klasse, da wird dann erst so richtig unter realen Bedingungen nochmal ein Übungsprojekt abgehalten. Was ganz neu ist in diesem Jahr, ist die Buchführung. Hier steht wirtschaftliches Handeln.
Hier haben wir die Bereiche Inventur, Inventar und Bilanz. Und hier fängt man an, Schritt für Schritt sich der Buchführung entsprechend zu nähern. Ich fange ganz einfach an, Aufgaben, gesetzliche Vorschriften und dann zum Schluss Abschließen von Bestandskonten. Aber dazu später mehr. Ja, diese ganzen Themen, auch mit den entsprechenden Probenplan, den bekommst du dann. Und wenn man sich hier den Jahresablauf anschaut, dann kann man auch sehen, wo, wann, in welchem Bereich welche Themen zum Tragen kommen. Also hier sieht man zum Beispiel, das ist die Linie Tastschreiben. Das wird also jedes Mal ein Thema sein. Dann hier dieses Projekt, das ist dann dieses Gebilde. Also je nachdem, wann diese einzelnen Themenbereiche zum Projekt rankommen, ist das hier entsprechend aufgebaut. Hier diese grauen Balken, das sind entsprechend die Ferien. Also hier mal Herbst, Winter, Fasching, Ostern und Pfingsten. Und hier haben wir dann praktisch zwischen den Faschingsferien und Osterferien habe ich dieses Projekt vorerst mal platziert. Kann sein, dass wir das noch verschieben werden, aber ihr werdet dann auch diese Aufteilung bekommen, wo ihr sehen könnt, wann welche Themen zum Tragen kommen. Die roten Punkte, das werden dann die Proben sein. Wenn wir das nicht rechtzeitig schaffen, dann werden wir die halt entsprechend verschieben, aber es soll eine grobe Orientierung sein, wann wir diese Proben dann entsprechend schreiben werden. Ja, vielleicht noch ein kurzer Tipp für die, die vielleicht neu an die Schule gekommen sind. Es gibt hier die digitale Schultasche. Dazu brauchst du einen USB-Stick und zwar einen recht schnellen, einen USB-3-Stick am besten. Und hier kann man dann entsprechend auf dieser Seite diese Daten runterladen und dann entsprechende digitale Schultasche einrichten. Im Prinzip ist das ein Programmpaket auf einem USB-Stick. Man kann den USB-Stick an jedem Computer einstöpseln und hat dann diese Programme, die auf dem Computer nicht drauf sind, eben immer zur Verfügung. Ja, wenn du in dem Bereich draufklickst, dann kommst du sogar zu dem Video, wo ich dir erkläre, wie man die digitale Schultasche runterlädt, wie man das Ganze installiert. Und du solltest den USB-Stick dann immer dabei haben, weil hier speicherst du dann deine Sachen in Zukunft drauf ab. Die PCs in der Schule sind entsprechend gesichert. Das heißt, wenn du da was drauf speichern würdest, dann würdest du es beim nächsten Mal nicht mehr finden. Das ist dann verschwunden. Und so einen richtigen Speicherbereich gibt es da nicht mehr. Ganz wichtig ist, es gibt hier einen YouTube-Kanal, Mr. Computerraum. Hier sind weitere Videos, Lernvideos von mir zu finden. Also das, was ich im Unterricht mache, habe ich hier schon mal entsprechend aufgenommen und man kann sich's hier dann nochmal entsprechend anschauen und nochmal sich den Inhalt vergegenwärtigen, vielleicht vor Proben noch einmal entsprechend anschauen. Und ich finde, das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Besser als Arbeitsblätter, die man dann durchlesen muss. Hier kann man dann noch mal Schritt für Schritt sehen, wie klickt man was an, auf was ist zu achten. Ja, für den Unterricht solltest du dir einen Ordner besorgen, kein Schnellhefter. Der ist ziemlich dünn und ziemlich schnell vor, weil in der voll, weil in der 8. Klasse ziemlich viele Themen drankommen. Also Leitsordner, vielleicht nicht ein ganz dicker, aber der dünnere und entsprechende Registerblätter. Die Registerblätter, die orientieren sich hieran. Wir haben also hier 9 verschiedene Themen. Und jedes Thema bekommt dann praktisch ein Registerblatt und hier können wir da entsprechende Themen dann abheften. Ja gut, dann freue ich mich auf euch und bin schon ganz gespannt. Okay.